So, Freunde, willkommen zu Sonic Heroes, meinem neuen Projekt auf diesem Kanal. Ich werde einfach mal hier ein bisschen Retrospektive machen und wundere euch jetzt nicht über den Spielstand, das ist einfach ein kleiner Test gewesen. Und wir fangen direkt mit dem neuen Spiel an. Wir werden die Handlung mit Sonic und Team Dark durchmachen, weil die anderen beiden, also Rose und Cortex, das sind eigentlich nur modifizierte Stages von Sonic und das ist nicht unbedingt interessant. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit Sonic an. Und jetzt kommt noch meine Katze. Und damit starten wir auch direkt ins erste Level. Wenn das Spiel immer fertig geladen ist. Ja, die Ladezeiten sind wirklich grausam in diesem Spiel, aber ist ja nicht weiter schlimm. So, und damit geht's auch los. Ich glaube, ich werde die Ladezeit dann immer ein bisschen skippen, weil dann wird das Video nicht unnötig lang. So. Wie man sieht, haben wir drei Leute zur Auswahl. Und jeder davon hat seine eigene Fähigkeit, seine eigene Stärke. Zurzeit habe ich Knuckles ausgerüstet, ja. Zurzeit habe ich Knuckles ausgewählt, der vor allen Dingen alles sehr gut zerlegen kann. Dann hätten wir noch Sonic, der ganz spezielle Fähigkeiten hat, um von A nach B zu kommen. Das ist jetzt nicht unbedingt nur die Geschwindigkeit, wovon ich da spreche, werden wir später noch sehen. Und wir haben Tails. Dann, wenn man den auswählt, stellt sich die Formation so auf und wir können hier beispielsweise hochfliegen oder durch so Ringe fliegen. Ich glaube, die Ringe aktivieren sich ja nur in der Fly-Formation. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht genau. So. Was die Levels bedeuten haben, da komme ich auch gleich nochmal zu. Diesen Schlüssel sollten wir mitnehmen, weil dann öffnet sich uns gleich, wenn wir es bis zum Ende durchhalten, nicht einmal getroffen werden, eine Special Stage. Ich gehe mal davon aus, dass ich das schaffe. So, jetzt hier einmal zu den Speedtypen. Der kann halt logischerweise schneller rennen als die anderen und hat ganz spezielle Angriffstypen. Zum Beispiel einmal in der Luft A drücken und dann stürzt er sich auf den Gegner drauf. Oder wir können auch, wenn ich jetzt mal hier landen würde,
in der Luft B drücken, dann können wir einmal diesen Tornado hier machen. Der wird später nochmal wichtig. Und was die Level auf ihn wirken, weiß ich nicht genau. Beim Power ist es so, dass ich eine Dreierkombination mit B machen kann. Und umso höher das Level ist, umso höher ist also der Impact hier am Schluss. Dieser hier. Und beim Fly ist es so, er hat... Na, am besten schalte ich mal den Gegner. Oh, hoppla. Ja, das war natürlich mein Schlüssel. Egal, er hat diese Attacke hier. Wenn ich B drücke, können wir einen Teampartner einfach so wegwerfen. Und er greift an. So, jetzt ein wenig Fahrzeug-Action. Indem ich im Grunde nichts anderes machen kann als lenken und springen. Ich könnte noch die Geschwindigkeit ein bisschen beeinflussen, das mache ich an der Stelle aber mal nicht. Und das war ein relativ kurzer Abschnitt, die werden aber im späteren Spielverlauf noch brutal lang. So. Und das sind Checkpoints. Und je nachdem mit welchem Charakter ich den auslöse, erhält der Charakter auch ein Level ab. Also man merkt, nicht unbedingt das simpelste Sonic-Spiel. Ah ja, und die Ränge aktivieren sich doch, wenn man auch nicht unbedingt mit der Fly-Formation unterwegs ist. Aber man sollte es doch mehr oder weniger öfters sein. So. Noch interessant zu sagen wäre, aber ich glaube, es sind meist auch Leute, auch die irgendwie was mit Sonic zu tun haben. Sobald man getroffen wird, oh, das hätte ich aber noch gern hier, den Checkpoint. Sobald man getroffen wird, verliert man alle seine Ringe. Die werden dann einfach so im Level verstreut. Das gibt dann so eine Art Fontäne oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Und sobald man keine Ringe mehr hat und getroffen wird, hat man ein Leben verloren. Und darf vom letzten Checkpoint eben wieder ausstarten. So. Und das war's eigentlich. Das Einzige, was ich jetzt noch zeigen könnte, ist der Team Blast. Aber das mache ich nachher noch. Jetzt nehme ich erstmal Knuckles, um hier durchzukommen. Hier, falls ihr das Spiel mal selber spielen wollt, in Loopings und so weiter, solltet ihr auf jeden Fall nach vorne gedrückt lassen, sonst fliegt ihr gerne mal raus aus dem Looping. Einfach weil Sega sich dazu fallen war, mal vernünftig Loopings zu bauen, aber never mind. So, meines Wissens nach war hier noch ein weiterer Schlüssel versteckt, und zwar genau hier. Oder liege ich gar nicht mal so falsch mit. So, die Kanone, da sollte man auch auf jeden Fall aufpassen, wen man da nimmt, sobald man da durchkommt. Weil wenn man mit dem Light Guy oder dem Speed Guy da durchgeht, wird man einfach irgendwie durch die Gegend geschossen. Sollte man aber den Power-Typen nehmen, könnt ihr manuell schießen. Das heißt, ihr könnt jeden Partner einmal verschießen und damit noch spezielle Power-Ups oder was weiß ich, oder spezielle Wege gehen, die man mit Speed oder Fly nicht erreichen könnte. Und deswegen sollte man da aufpassen. So. Und jetzt gibt es noch tausend andere Sachen, die ich bringen könnte. Das mache ich aber erst dann, wenn es nötig wird. Und jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich hier nicht den Schlüssel verliere. Weil das wäre ärgerlich. Weil ich euch gerne noch die Special Stages zeigen würde. Aber Stein ist auch nicht mehr weit, da haben wir schon das Ziel. Und jetzt zeige ich euch mal den Team Blast, der ist einfach zu aktivieren durch einen Druck auf Z in diesem Fall. Und damit können wir alle Gegner locker ausschalten. Das wird noch wichtig bei diversen Bossen. Aber jetzt haben wir erstmal den ersten Level abgeschlossen. Und den Schlüssel haben wir auch, glaube ich, nicht verloren, oder? Wir kriegen noch einen Rang, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Außer man will jetzt natürlich einen perfekten Spielstand haben, dann sollte man wirklich alle Stages auf A haben. Ich habe jetzt in dem Fall... Oh, einen A-Rang, cool. Oh yeah! Aber mich wundert es gerade mal, man sieht ja den Spielstand und dass Sonic da so hoch war. Hm. Woher das kommt? Egal. Wahrscheinlich werden da wieder Experten sein, die da voll die Ahnung von haben und so. So, die Ladezeit werde ich eben skippen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon in der Special Stage, in dem wir auf B einen Boost haben, den wir durch diese Bälle hier aufladen können. Solltet ihr das Spiel selber mal spielen, würde ich auf jeden Fall darauf raten oder darauf hinweisen, dass der Level Boost 3
am stärksten ist, ihr seht den Level oben rechts. Und erst sobald das Ding ganz voll ist, würde ich erst anfangen zu boosten. Weil man dann den stärksten Boost hat. So, diese Sternbälle haben den stärksten Boost. Die sind aber logischerweise nicht so oft vorhanden. Und diese Regenbogenbälle sollte man auf jeden Fall benutzen. Weil die einen ordentlichen Schub geben. So, bei den beiden hier ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, was sie schmeißen. Weil die schmeißen auch gerne mal solche Granaten aus irgendwelchen Gründen, die jeder kennt und so. Weil sonst hat man gerne mal 5 Sekunden, die am Ende entscheidend sein können, verloren. Aber ich sollte mal ein bisschen mehr boosten. Ja, geht ja gar nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wie sich die Zeit genau auflädt, nach welchem Schema. Ich denke mal, das wird mit den Bällen zusammenhängen, die ich aufsammle. Aber wie der genau der Zusammenhang ist, weiß ich nicht. So. Übrigens solltet ihr nicht zu lange in der Fly-Formation beharren, denn die ist die langsamste von allen. Also die schnellste ist logischerweise die Speed, dann kommt die Power, dann kommt erst die Fly. Deswegen versucht nach Möglichkeit möglichst in den anderen beiden Phasen zu bleiben, weil jetzt habe ich hier auch nochmal eine richtig hübsche Kombination gekriegt. Und habe leider die Bälle nicht erwischt, das ist natürlich schade. Aber ich glaube, jetzt war es das eh gleich mit so viel Zeit und ich kann das eigentlich nur gut spielen. Und das hat gut geklappt, wer hätte das gedacht. Und damit haben wir, glaube ich, ganz viele Leben bekommen. Es gibt auch Special Stages, wo es Chaos Emeralds zu holen gibt. Aber im ersten Level logischerweise noch nicht. So, und wir kriegen 4 Leben. Wow, 4 Leben, das ist eine Menge. Und die werden wir auch alle noch brauchen. Und wir sehen uns im nächsten Level. So, und da sind wir auch wieder. Ich würde sagen, stilistisch angelehnt an den ersten Level, aber keine Panik, das wird nicht die ganze Zeit so bleiben. Ups, jetzt haben wir aus Versehen den Boost nicht mitgenommen. Aber nevermind, es kommt ja auch nicht unbedingt auf Geschwindigkeit an, sondern nur auf von A nach B kommen. Diese Regenbogenringe sind vielleicht auch nochmal interessant zu erwähnen. Die sind dazu da, um euch ja so eine Art vorgegebenen Tempo-Boost zu geben. Die führen euch, sobald ihr sie durchschreitet, einer gewissen Schiene entlang. Und ihr bekommt auch noch ein paar Extra-Punkte, also unbedingt fliegen, sobald es möglich ist. Na. Und jetzt muss ich mal gucken, was jetzt kommt. Aber ich habe bis heute nicht verstanden, was das Level beim Speed macht. So, jetzt müssen wir den Power-Typen nehmen und dann in der Luft noch einmal A drücken, um diese Formation hervorzurufen. Die einfach dazu da ist, um Luftzüge auszunutzen. Und so. Ich glaube, hier muss ich zerschellen, oder? Nee. Komme ich denn jetzt? Achso, einfach hochspringen. Wunderbar. So. Den hau ich dann mal und den noch hinterher. Und diese Wände können wir auch nur mit dem Power-Typen aus dem Weg hauen. Der auch dazu gedacht ist und so. So. Und wie gesagt, diesen Minen sollte man auch in den normalen Stages unbedingt ausweichen, weil die sind sehr böse und so. Für Leute, die Sonic nicht kennen, es gibt keine besonders harten oder besonders schwachen Treffer. Jeder Treffer ist entweder instant oder Ringe weg. So, oh, hier sollte ich aber Speed nehmen, so wie es da steht, weil dann kann ich diese Homing Attack machen. Okay, das hat jetzt nicht ganz so funktioniert, aber wir können jetzt den Luftzug hier ausnutzen, damit wir an den Ball da hochkommen. Nee, doch nicht. Okay, dann gehen wir halt unten an, ist ja auch egal. Und wir brauchen den Fly-Typen, obwohl wir hier eigentlich auch ganz locker hochspringen können. Aber, never mind, dieses Spiel hat seine Gründe, da Fly anzuzeigen. Und weiter geht's. Power, way. Und wir können da hoch. Und wir können da hoch. Moment. Das, ich möchte diesen Ball da gerne haben. Weil da 10 Ringe drin sind und Ringe sind wichtig. Aber ich möchte jetzt auf keinen Fall den Schlüssel verlieren, weil ich meine, dieser Stage gab es in der Special Stage ein Emerald zu holen. Den möchte ich mir natürlich in den Nagel reißen. Und da haben wir ein Leben. So. Und damit kommen wir zum Speed Guy. Named Sonic und so. Und das müssen wir unbedingt verstellen und jetzt werden wir volle Kanne davor dran. Und das ist etwas, was wir natürlich vermeiden wollen. So.
Und jetzt haben wir Unbesiegbarkeit plus einen Schild. So, und jetzt können wir uns aussuchen, wo wir lang wollen. Ich bevorzuge allerdings die Fly-Variante, weil sie meiner Meinung nach am schnellsten geht. Also auf meine Erinnerung nach was. Vor allem deswegen, weil ich mit Tails gerade Level 3 habe. Ah, toll. Da nützt mir das neue Level auch ganz viel. So, wir kommen zum nächsten Abschnitt. Nach hier müssen wir einmal die Gegner besiegen, damit wir hier weiterkommen. Und upsala, ich glaube, das war nicht ganz so schade, dass ich den Power Guy genommen habe, aber ich werde uns trotzdem mal darüber schießen. Oh. Übrigens sollte man den Power Guy haben und nicht genau wissen, ob da irgendwo ein Geheimnis ist oder so, und nehmt auf jeden Fall die Richtung, die euch das Spiel vorgibt. Also quasi dadurch, dass die Kanone sich dahin ausrichtet. So, das Knopf, den kann man drücken, einfach indem man sich an den Rand stellt. Und damit kommt dann dieser Luftzug zum Einsatz, wodurch wir dann an diesen Boostling rankommen sollten. So, ich probiere es jetzt mal von hier oben, das sollte halbwegs funktionieren. Indem ich hier immer wieder B-Mashe, bleiben wir da auch halbwegs gut in der Luft. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen hier. Jetzt werde ich zur Not einfach mal den Teamblast aktivieren, weil ich habe wirklich keinen Bock, den Schlüssel zu verlieren. Weil ich nicht weiß, ob es noch einen zweiten Alternativschlüssel gibt. So wie in der ersten Stage. Und damit kommen wir auch hier weiter. Okay. Die Typen werden wir jetzt gleich einfach mal voll ignorieren und stuff. Und uns einfach auf diese Plattform hier begeben. Um dann ganz schnell... Oh, ich muss sie besiegen. Okay. Ich sollte Tails benutzen, weil der hier den hier abschießen kann. Und dann mit Knuckles ordentlich draufhauen. So, links, rechts. Ach, bleiben wir einfach mal links. Weil es eh keinen Unterschied gemacht hat. Ganz groß. So, weiter geht's. Übrigens, das habe ich auch fast vergessen. Es gibt immer einen Bonus, wenn man drei von diesen Dingern aktiviert hat. Und wenn man mit Tails da vorhaut, dann kriegt man die ganz schnell aktiviert. Nur nochmal als kleinen Tipp meinerseits. So, jetzt brauche ich aber einmal Knuckles. Warum hat er jetzt nicht Knuckles genommen? Man weiß es nicht. So, hier war meine Erinnerung nach. Genau, noch ein Schutz. Damit können wir uns einen Treffer erlauben. Auch ohne, dass wir irgendwas verlieren. Und dann kommen wir zu einem weiteren Luftzug. Yay, Luftzug, FTW und so. Und noch mehr Luftzug, weil es Spaß macht. So. Na, komm schon. Okay. Übrigens, wenn man mit... Oder warum hat es denn nicht so gelegt? Egal. So. Wenn man mit Knuckles diese Attacke hier macht, dann sind die Partner quasi zielsuchend. Das ist auch nochmal ganz wichtig. So. Dann legen wir erstmal hier die ganze Stage, weil es Fun macht. Und diese Tür direkt hinterher. Na, hier auch. So, da war nicht zu Schlüssel gewesen. Und jetzt kann ich euch mal auch den Walljump zeigen von Sonic. Indem wir die Homing Attack gegen die Wand machen, können wir hier so stylisch hinherspringen. Und damit haben wir einfach mal voll sinnlos den zweiten Schlüssel bekommen. Einfach so, weil es Spaß macht. Und jetzt muss ich aufpassen, dass wir das jetzt erledigen. Also ist auch noch unser Bonus-Schlüssel weg. Und, oh Gott, jetzt müssen wir rennen. Am besten wechselt man in der Luft schon zu Sonic. Und man sollte wirklich versuchen, nach Möglichkeit nicht vor eine Wand zu rennen. Weil das wäre nicht gut und so. Und damit wäre ich mal voll abgekackt. Weil man sollte wirklich in eine Richtung drücken. So, ich habe jetzt aber keinen Bock, hier ohne Schlüssel weiterzugehen. Was ist denn hier? Das ist schon sowas, dass hier 20 Dinge sind. Aber ich möchte auf jeden Fall den Schlüssel hier unten haben. War der nicht hier unten? Und so. Ach, der war wahrscheinlich dahinter. Das wäre natürlich nur so eine... Na, komm schon. Aber kam nicht hier nach direkt? Ach. Ach, Mann! Sonic! So, nee, hier kommt da doch schon direkt die Walze. Nee, nee, nee. Ich will meinen Schlüssel haben. Ich will meinen Schlüssel haben. Moment, ich will jetzt nicht nur dieser verdammte Schlüssel.
Bin ich von da gekommen? Ich weiß es nicht. Irgendwoher muss ich ja gekommen sein. Tun wir jetzt erstmal die 20 Ringe. Hat er noch weiter? Nein, ich bin noch gerade erst daran vorbeigeschrammt. Ja, genau, hier unten war der. Nein, ach, du sollst dich da unten. Oh, oh. Wie auch immer. So, damit hätten wir jetzt auch den Schlüssel wieder. Weil ich möchte euch ja nochmal den Power Emerald zeigen. Weil das ist nochmal ein bisschen anders wie vorhin die Special Stage. So, ich nehme ich über Sonic und renne. So. Und Ultra Jump. Und man braucht wirklich nichts anderes machen, als die ganze Zeit runter zu drücken. Und jetzt verfolgt uns schon ein zweiter Stein. Man braucht wirklich nichts anderes machen, als runter zu drücken. Und das ist übrigens auch absichtlich zu knapp. So, damit hätten wir die Stage geschafft. Juhu! Und damit kommen wir zur Special Stage des Chaos Emeralds. Ja, der Spielstand ist jetzt nicht unbedingt der beste. Er wird jetzt bei E rumkurven. Ja. Just enough to pass. Dadurch, dass ich einmal vollkommen versagt habe, ist er natürlich nicht so entsprechend. Und damit kommen wir zur Special Stage. Und da wären wir. So, jetzt müssen wir anders als bei der Zeitherausforderung gerade den Emerald verfolgen und ihn erreichen, bevor er unten, das sieht man auch gleich, das Ende erreicht hat. Das ist eigentlich relativ wenig Zeit. Und deswegen sollte man hier wirklich schnell sein. So, jetzt habe ich Level 3, kann richtig durchboosten. Und dann dürften wir ihn gleich schon haben. So. Ja, auch wenn das ziemlich gut läuft jetzt gerade, sollte man die Konzentration wirklich bis zum Schluss behalten. Ich werde jetzt mal richtig B-Mashen, damit das Ganze hier auch funktioniert. Ich komme keinen Zentimeter rein. Ich sollte den Speed-Typen aussehen, damit sie hier mal ein bisschen auf grün 2 kommen. Boah, warum erreicht sie mir jetzt überhaupt nicht? Ich bin mal gar nicht da. Ja, jetzt habe ich ihn. Jawohl. Und damit hätte ich den Chaos Emerald eingesackt und so. Und wir kriegen, glaube ich, noch Leben. Wir kriegen noch 3 Leben und wir sehen einen von 7 Chaos Emeralds. Und damit kommen wir zur nächsten Stage. Aber es ist eine Boss-Stage. So, der Egghawk, bei dem wir im Grunde einfach nichts anderes machen müssen, als drauf zu kloppen. Und jetzt kommt das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Jetzt wird nämlich der Team Blast ganz wichtig. Weil anders können wir den Gegner kaum besiegen. Weil wir ihn einfach nicht erreichen. Moment, hier sollte man einmal Sonic durchdiven, ne? Gut, man könnte ihn jetzt natürlich auch irgendwie ein bisschen verhandelt angreifen, aber jetzt holen wir uns erstmal ein doppeltes Level up für State. Und wir haben gleich den ersten Team Blast. Wenn jetzt erstmal noch ein paar Ringe unterkommen würden. So, hier haben wir ein Level up für... Was? Egal. Irgendwas hat er jetzt gesagt. Ich hab nicht verstanden, aber ist auch egal. So, jetzt haben wir Team Blast. Wir sollten ihn genau unter ihm aktivieren, damit er möglichst gut wirken kann. Und da bin ich gespannt, wie viel RP er gleich noch hat. Man sieht, jetzt ist nicht mehr so viel. So, jetzt ist er aber dementsprechend niedrig, dass ich ihn direkt mal angreifen kann. Und wir machen das mal weiter hier. Hier dürfte Schutz sein. Oh ja, das ist sehr gut. Ich habe jetzt eigentlich mit dem Level für Sonic gerechnet. Damit haben wir auch vielleicht mal ein Schild verloren. Wunderbar. Und vielleicht mal zu Knuckles, damit ich die ja verkloppen kann. Das macht nämlich auch Sachen gut für den Team Blast. Na, jetzt holen wir uns mal das Level. Was auch immer die Rootery Attack ist. Aber ist ja geil. So, jetzt haben wir einmal
Unbesiegbarkeit. Und dann sollte man auf jeden Fall auf ihn draufhauen. Und zwar so richtig schön mit diesem in der Luft Attack. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube, es war die Home Ring Attack oder so. Da sollte man wirklich spammen wie sonst was. Und jetzt brauche ich wirklich nur noch einmal Team Blast. Dann war es das. War natürlich ein bisschen Glück, dass ich da die Unbesiegbarkeit bekommen habe. Weil das ist sowas wie, ja, garantierter Sieg eigentlich, wenn man es halbwegs, also wenn man ihn Gegner halbwegs kennt. Das ist jetzt auch nicht so, dass der hier mehrere Phasen hätte. Es gibt später noch Endgegner, die haben mehrere Phasen. Aber natürlich beim ersten Endgegner nicht. Ganz interessant wäre es jetzt auch jetzt, wenn Knuckles Level 3 erreichen würde, dann könnte man ihn nämlich so ein bisschen mit Kugeln voll spammen. Aber das war's jetzt erstmal. Weil Sonic wird da das Ganze beenden. Und das war es. Und er flieht einfach mal so richtig pussyhaft und so. Und die Gegner, sie stehen einfach nur rum und denken sich, wow, er hat voll einen geklatscht bekommen und deswegen greift er nicht mehr an. Ready for the junk pile. Naja. So, hier gibt es logischerweise keine Bonus-Herausforderung, ist aber auch relativ egal. Und wir kommen zu Grand Metropolis. Eggman escaped into the city. Das erinnert mich immer so ein bisschen unfreiwillig an Mega Man. So, hier, diese blauen Plattformen sind ganz speziell, weil Sonic da automatisch rennt und alle anderen logischerweise auch. Und das ist nicht immer so gut, weil man da schnell mal zu viel Geschwindigkeit auf den Hacken haben kann und deswegen mal auch ganz schnell runterfällt. So. Und jetzt nehmen wir einfach mal die Homing Attack, um da bis zum Ende durchzuballern. So, jetzt kann man sich aussuchen. Ich glaube, mit Knuckles hat es nicht so gut geklappt. Doch, mit Knuckles klappt es auch. Aber man könnte theoretisch auch mit dem Tornado die Gegner besiegen. Allerdings werde ich das erstmal nicht benutzen. Ich meine, diese Hebel konnte man, genau, die konnte man reindrücken. Dann öffnet sich diese Türe hier. Und dahinter sind Verbringung und Level für Sonic. Und jetzt hauen wir die Typen erstmal kaputt. Und erhalten den Checkpoint. Und jetzt stürmen wir auf diese Gegner dazu und bam, bam, bam. Na komm schon. Keine Emmy-Skill. Okay. So, jetzt sollte man wirklich überlegen, ob man den Team Blast aktiviert oder nicht. Ich habe ihn an der Stelle einfach mal nicht aktiviert. So, hier müsste jetzt auch noch irgendwo ein Hebel sein, genau. Und wir drücken ihn rein. Und hier hinter ist ein Team Blast. Ja, toll. Hätte ich mal aktivieren können. Egal. Ich nehme Tails, um hier den Fly wegzunehmen, weil da noch ein Level-Up für Tails rumfliegt. Und dann nehmen wir den Ring hier, um weiter voranzukommen. Ich glaube, sonst hätte ich jetzt gleich nochmal ein paar Gegner besiegen müssen oder so. Ich weiß es aber nicht mehr genau. So, hier jetzt nochmal ein wenig klassische Sonic-Looping-Einlagen und so. Und jetzt können wir mal wieder ein paar Gegner kloppen. Und seht euch diese wunderschönen Meteoriten an. Sind sie nicht toll? Egal. So, wir aktivieren noch die zwei Hebel hier, weil uns keiner daran hindert. Und dahinter befindet sich ein Gegner, den wir doch einfach mal kloppen werden. Und ein Button. Was der jetzt so kann, weiß ich auch nicht so genau. Ah, er kann diese Tür aufmachen, wo ein Leben auf uns lauert. Und dann kloppen wir mal diese Roboter, weil es so viel Spaß macht. Na, sind sie besiegt? Ich glaube schon. Ja. Und jetzt kommt was, das ist ganz speziell. Und zwar, sobald wir uns vor Ringen befinden und den Speed-Typen haben, können wir einmal auf B drücken und dann passiert Folgendes. Er reitet diese ganzen Ringe einfach ab. So. Das ist nämlich ganz interessant für spätere Stages oder Bereiche wie diese hier. Weil da können wir das Ganze hier einfach abdiven, ohne da besonders Umweg zu machen oder so. So, wo ist denn jetzt hier der Button für das Leben? Button für das Leben, Button für das Leben, Button für das Leben. Button für das Leben. Hallo?
Es gibt keinen Button für das Leben. Egal. So, damit driven hier auch mal lang. Und hauen mal diesen Typen hier. Diesen Bazooka-Typen. Und dann können wir den Schalter reindrücken. Oh yeah. So, weiter geht's. Wir können mehr Leute kloppen. Wir sollten hier einmal das Ganze abdiven. Dann können wir... Oh Gott. Dann können wir doch nichts machen, weil wir zu doof sind. So, und dann... Das ist ein ziemlich speedlastiges Stage. So, jetzt wollte ich euch mal den Tornado hier einem Gegner zeigen. Dann dreht er sich um, fällt auf den Kopf und ist ziemlich tot. Und das kann ich auch nochmal in der Wiederholung zeigen, weil es so schön war. Zack, boom, tot. Und dann haben wir mal diese Bazooka-Typen da, die überhaupt mal keine Alien-Skills haben. Ein Level für Sonic. Womit dann unsere ganze Party aufgelevelt wäre. Und hier haben wir etwas, das sich Kiste nennt. Und hier können wir mal den Speertyp mit Schild hauen. Das ging ganz ratzefatz. Ratzefatz, oh yeah. Und dann kriegen wir mehr Ringe. Hurra. So, ein ganz normaler Roboter. Der macht uns keine Probleme. So, jetzt wird nochmal der Speed Guy wichtig. Denn jetzt können wir uns hier vorstellen, einmal den blauen Tornado machen. Und dadurch hier einmal so richtig stylisch hochdiven. Das können wir auch ganz normal in der... Oh, hoppla, jetzt hat er aus Versehen diesen Roboter hier anvisiert. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber das Ganze jetzt nochmal in der Wiederholung. Zack, 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 zack. Nur eine kleine Sache. Und da können wir noch ein paar mehr Gegner kloppen. Weil Gegner kloppen machen macht Spaß und so. So. Ah nein, jetzt habe ich den Schlüssel verloren. Du dummer Roboter. Egal, ich glaube, es war in der Stage eh kein Schlüssel, keine Emerald vorhanden. Weil das war jetzt wieder nicht. Ich meine, das wäre immer im Wechsel gewesen. So. Und weiter geht's. Jetzt sind wir mal in der Rail-Tile und so. Warum auch immer jetzt nicht auf den Ball gedacht, ist ja auch egal. So. Ups, nein, oh Gott. Bisschen Rail-Action, das wird nachher noch richtig krass. Wir können hier auf der Rail B mashen, um ein wenig Geschwindigkeit zu bekommen. Wie gesagt, ich glaube, das ist eine Stage, wo man sehr, sehr viel Speed bekommt. Also Speed Guy nehmen muss. Speed Guy. Das hört sich an, ey. Naja, egal. So. Wenn dann alle Gegner mal besiegt werden, dann könnten wir auch weiter. Ich halte mal die ganze Zeit noch im Schlüssel aus. Schau. Weil ich die Special Stage eigentlich sehr gerne mache. Aber hier ist keiner mehr für mich. Und oh Gott. Nein, nein. Boah, das ist gerade nochmal gut gegangen. Jetzt wäre ich da irgendwo ins Nirvana gesprungen. Aber so können wir einmal den Ring Express nehmen. Und das war's. Leider kein Schlüssel mehr in der Nähe. Naja, egal. Trotzdem gut geschafft. Ich bin jetzt gespannt, wie lange das gedauert hat. Das dürfte jetzt ordentlich eine Zeit in Anspruch genommen haben. So. Und ich würde sagen, nach dieser Beurteilung unterbreche ich mal kurz, weil die Folge jetzt bestimmt auch schon eine halbe Stunde geht oder so. Und dann würde ich sagen, das war Sonic Heroes für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö.